Und es geht wieder weiter mit Silikon. Ach ja, ich habe ja was vergessen. Und wir übernachten erstmal. Oh, ihr seid Freunde von Victor. Na dann. Dann gebe ich euch das in den besten Raum natürlich. Ich sag mal, im besten Raum mit einem riesen Ohr. Super. Ich denke, dass sein Name Victor niemals, dass er Victor niemals wiederkehrt. Aber wir haben keinen weiteren Plan. Wir sollten noch ein bisschen länger warten, bevor wir nach Norden ziehen. Ich denke mal, dass Meister Theo uns helfen kann. Cleo. Wieso Pan? Wieso tat es Pan? Ich weiß nicht. Cleo. Und schon wieder geht die Tür kaputt. Und noch ein Fenster zu. Und noch eins. Boah, was geht denn jetzt hier ab? Was passiert hier auf zu so einer späten Zeit? Oh Mann. Wir haben gehört, dass hier Flüchtlinge sind. Wir schauen gerne mal vorbei. Aber Sir, unsere Gäste schlafen gerade. Halt den Mund. Ja, wir sind Rebellen und die. Junger Meister, sie sind gekommen für wegen uns. Victor. Er muss dieses uns verraten haben. Ich dachte, ich wusste es, wir durften ihn nicht trauen. Das sieht nicht gut aus. Sie werden uns hier sicherlich finden. Was sollen wir tun, Meister? Lass uns kämpfen. Oder ich bin beängstigt. Lass uns rennen. Ja, junger Meister. Also wir kämpfen jetzt. Ich, Gremium Gott, werde euch beschützen mit meinem Leben. Hört auf, Gremium. Was soll's passieren? Soll passieren? Wir sind so viele. Komm runter. Naja, 5 Stück. Das geht ja noch. Wir sind in großen Schwierigkeiten jetzt. Gremium. Vielleicht. Gleich kriegen wir den. Was? Vielleicht kriegen wir den jungen Meister hier raus. This way. Also diesen Weg. Hier lang. Beeilung. Wer war das? Auf was wartet ihr? Los, Beeilung. Ich wollte nicht gefangen werden. Wer bist du? Wie auch immer. Dank Gott. Und wie dank ihm. So. Du bist der neue Freund. Der von Victor. Von dem Victor mir erzählt hat. Alle warten schon. Folgt mir. Okay. Schicke Konversation. Da ist doch schon Victor. Entschuldige, Drachen. Das wird dich zu so einer späten Zeit irgendwie wecken oder was. Aber es war zu aufregend. Dies war nicht so aufregend. Was geht hier vor? Ich.
Ich denke, dass ich sollte es erklären. Oh, schön. Nun, du meinst Odessa. Okay. Odessa, dieser Name, Rings heißt irgendwie. Du meinst doch nicht Ringbell Armee, also Rebellenarmee. Rebellenarmee? Wir nennen uns selbst die liberalen Armee, also ja, keine Ahnung, wie man es Vereinigte Armee oder sowas. Aber wer gab es diesen Namen? Also, ja. Lass mich mich selbst erstens das nicht beschreiben, sondern mich selbst vorstellen. Ich bin Odessa Silverberg, die Anführerin der Liberation Army. Und was machst du? Flink, Victor. Sind das die Leute, die du treffen wolltest? Das ist richtig. Das sollte eine kleine Überraschung werden. Das ist der Sohn von General Theo McDowell. Er ist auf der Flucht, aber. Und denkt nicht, dass er ein guter Assistent von Armee ist. Und also denkt ihr nicht, dass er ein guter Anhänger der Armee wäre. Du hast uns hierher verschleppt, um damit der junge Meister den Rebellen sich anschließt. Richtig, junger Meister? Okay. Er sagte sich, dass ich mich anschließen wollte. Vielleicht sollten wir der Liberation Army uns anschließen. So, er sagt, er sei interessiert. Keineswegs. Crafty Manito. Das muss irgendwie ein Spion sein, der uns ausräuchern soll. Das wird uns große Probleme bringen, wenn wir ihn rekrutieren. Ich denke, ich werde alles wegen Victor irgendwie recht geben. Wir werden ja, irgendwie, keine Ahnung. Wir werden sozusagen verstecken und solange die Imperialarmee ihn jagt. Die Stadt ist voller Soldaten. Wir sollten uns selbst irgendwie einen Rekrut aufbauen.
Du willst nicht hier. Meister. Das ist doch irgendwie ein Scherz, irgendwie, dass den Armeen keines, also den Rebellen anschließen. Keineswegs. Rebellen, Liberation Army. Schön, warum nicht? Vielleicht werden wir wahre Rebellen. Auf der anderen Seite, was Meister Theo denken? Seid ihr in Ordnung? Ich muss was Odessa. Also ich muss so die Odessa. Bringt ihn rein. Wo bin ich? Oh. Sei nicht besorgt, es ist die Liberation Army. Hast du eine Nachricht für mich? Du musst Odessa sein. Dank Gott. Dank Gott, keine Ahnung. Ich bin einer von den Non-Zaifu-Banditen. Aber wir wurden hier nur attackiert, oder wir wurden wieder attackiert von den imperialen Leuten. Ja. Eines Tages kamen die imperialen Wachen zu uns und fassten unser Bosse. Meine Güte, habe ich wieder Sprachprobleme. Vakas und Sidonia. Vakas und Sidonia könnten das. Sei still. Lady Odessa, bitte, helft Vargas und Sidonia. Sie wurden nach Rockland verschleppt und an einen Pranger gestellt, bis zum Tode. Wie kann das sein? Eine Hinrichtung, das geht doch gegen das imperiale Gesetz, das ist illegal. Wie grausam. Aber Odessa, imperiale. Survivalence. Aber imperiale Überlebende haben uns in einem Brief geschrieben. Wir sollten uns etwas mal genauer damit befassen. Wir sollten uns darum kümmern. Aber die Banditen haben ja unsere Hilfe angefordert. Wir können sie nicht im Stich lassen. Ist es unsere Schuld oder das hat nichts mit uns zu tun? Ich würde mal sagen, es ist unsere Schuld. Wie meinst du das? Es ist eure Schuld. Wir. Jetzt erzählen die sicherlich irgendwas. Die Geschichte. Ich verstehe. Wie ich es verstanden habe, sollten wir vielleicht dann die befreien. Ja, wir werden zur Hilfe eilen. Ich bin einverstanden. Ich bin.
Ich will zwar das Imperium nicht betrügen, aber Grandy ist ein. Ist. Kann man nicht verzeihen. Du hast recht. Dieser untätige Grandy ist eine. Also ist nicht gut für das Imperium. Wenn der junge Meister uns zustimmt, werde ich ihm folgen. Dank euch. Vargas und Sindönia sind am Strang in zu Hause von Militärkommander in Rockland. Wenn ihr euch nicht beeilt, dann ist es zu spät. Bitte helft ihm. Drachen, ich begleite euch auch. Viktor, du gehst auch. Liefe zu Hector? Geh zu Viktor. Lass uns aufbrechen, Drachen. Rockland, wir kommen. Okay, wollte sie nicht begleiten? Naja, okay. Jetzt haben wir wieder, wir sollten natürlich immer darauf achten, dass auch die Position stimmt. Die stellen sich leider nicht automatisch so hin. Dafür, dass wir hier übernachtet haben, ist es nicht gerade aufgeladen. Ach, Mann, Mann, Mann. Das ist ein schlechtes Hotel. Und einmal übernachten. Oder zählt es nicht als komplette Übernachtung, weil wir aufgeweckt wurden. Okay, na egal. Gehen wir mal los. Wir haben noch. Haben wir noch was vor? Also zur Zeit ist ja. Geht irgendwas mit sehen. Geht vor sich, dass irgendwas mit Rechnungen zu tun hat. Es werden irgendwelche Gesetze auf einmal verstoßen, die gegen das eigentliche Imperium ge gelten. Und ja, wir sind sozusagen jetzt eigentlich auf der Flucht. Obwohl wir eigentlich ja nichts gemacht haben. Oh. Was macht denn denn da? Ja, da sieht man doch auch gleich Füße. Okay. Ihr seid ja. Ihr könnt hier nicht rein. Geht weg hier. Oder ihr werdet genauso wie die Banditen behandelt. Ja, da hängen die ein bisschen herum. So ein bisschen ab. Naja, was soll's. Sicherheitspersonal. Ich will versuchen, mich reinzuschleichen. Das überlass es mir. Ich werde das irgendwie anstellen. So, alles klar. Oh, man hört da ein bisschen Feuer. Hilfe, Hilfe! Granny Mansion ist ein Feuer. Feuer, Feuer! Was? Also, Victor ist einer, der nicht lange redet, der tut's einfach nur, er macht es. Victor, was hast du getan? Du hast doch nicht. Hehe, ich hab nichts getan. Ich hab nichts Besonderes getan. Sie müssen nur ein bisschen Wasser benutzen. Es war nur ein bisschen trockenes Wetter. Mein Gott. Meister, ja, junger Meister. Bitte werdet nicht wie er. Ach, ich finde Victor ganz lustig. Gut, da hat ja der komische Hein rumgesessen. Okay, gehen wir weiter. Die erste Wache.
Dann werden wir mal uns um die kümmern. Wir haben ja ein bisschen hier schon unsere Waffen geschärft. Und sie dürften es ausprobieren. Und, naja, 300. Ist okay. Medizin. Apropos. Hatte ich nicht irgendwas vielleicht noch für ausrüstungsmäßig? Tunika. Kann das Victor tragen? Oh, okay. Tunika ist auch das, glaube ich, das Schlechteste auf dem Schlechten. Ich möchte nicht, dass ich hier die ganzen Scheiß hier mit mir schleppe. Ja, Victor, du darfst es auch mal tragen. Gut, gehen wir weiter. Oh, die sitzen ja nur rum. Diese Faulenzen. Boah, die kriegen gleich erstmal hier einen gescheuert. Zack. Und ein kleines Ritzerchen. Und Schlitzerchen. Und wieder 300. Naja, gut. Ist nicht viel, aber was soll's. Huch, vier Stück. Die sind schon mal ein bisschen besser bewaffnet. Der hat keine Rune. Der hat auch keine Rune. Und die hat... Wir könnten Feuersturm einsetzen. Aber was soll's. Wir schaffen das auch ohne. Und auf die Umme damit. Und nochmal. Oh, Victor. Du verkackst es mal wieder. Ein kleiner, ja. Na, geht doch. Wenigstens etwas. Genau. Der Held weicht das mal aus. Und setzt den finalen Stoß ein. Ha. Gut. Und ein unbekanntes Gemälde haben wir bekommen. Was, Armor? Das könnte doch jemand haben. Oh, das ziehe ich gleich an. Das ziehe ich gleich an. Das ziehe ich gleich an. So. Und das kann nur Cleo tragen. Auch schön. Cleo darf hier hässliche Tunika ausziehen. Wir sollten dann diese unnützige Gegenstände verkaufen, denn... Na? Ach, da ist es. Ach. Oh, hier ist leider nichts. Na gut. Und nochmal so eine Runde. Eine Spaßrunde. Wow. Oh, kaum hat man dir ein bisschen bessere Rüstung angezogen, schon verkackst du wieder. Naja, okay. Ich sollte mal wieder darauf achten, dass ich hier nicht so sehr angeschwächt bin. Oh, oh, das sieht böse aus. Naja, Victor kann noch was. Yay, Gremio, richtig, danke. Puh. Ey, scheiße, seht ihr die Lebenspunkte da unten? 7 Drachen und Gremio 1 hatten es mit letzter Kraft noch beschützt. Ich glaube, wir sollten es nicht übertreiben und auf sich selbst. Nee, wir werden keine Ruhe einsetzen. Gut. Und ja, genau. So sieht es aus, wenn man Medizin benutzt in Inventar. Der zieht aber auch scheiß viel ab. 3 Schläge und ich bin tot von denen. Genau, Headshot. Und 690. Und wir sehen uns in der nächsten Folge an derselben Stelle.